Mehmed II., der Eroberer 1432 bis 1481, oder de seltsam kensi video, ein Gott herrscht im Himmel, es ziemt sich, dass o plus minus ein der Erde ein Fürst herrsche. Mehmed II., Sultan des Med-Osmanischen Reiches, machte kein Hehl aus seinen Zukuni-Plänen. Sein erklärtes Ziel war es, die ganze Welt zu erobern, das irdische Pendant des Gottes im Himmel zu werden. Unsere unbescheidene Unternehmung hatte schließlich auch viel versgehend begonnen. Konstantinopel, die ehedem prächtige Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, inzwischen freilich auf Stadtgebiet zusammengeschrumpft, den Muslimen von jeher als Leuchtturmziel aller Eroberungspläne, Jerusalem seit frühester Zeit für die einheimischen Christen. Auch Mehmeds Willi Murad II. Hatte eine Eroberung der Al-Kaiserstadt ernsthaft in Erwägung gezogen, doch schreckte er am Ende die vor dem Risiko einer Niederlage zurück. Schließlich hatte die oströmische Medpulle bisher alle Türkenangriffe siegreich abwehren können. Der junge Mehmed aber hatte gld nach seinem Regierungsantritt Iris 1451 die Vorbereitungen aufgegeben und begann im Frühjahr 1453 die Rung. Das hätte für das gesamte Europa ein Warnsignal sein, L31111, doch fand sich kein christliche Fürst dazu bereit, zur Verteidigung Konstantinopels eine Truppe auf die Stellen. Entweder war das NSS, an gegenüber dem Sitz der seit V. 411 Hunderten von Rom abgesp 72 I1 Ostkirche zu groß, oder man T4A vor allzu hohen Kosten für EI plus minus gekommen war, ging Mehmed mit seinem riesigen Belagerungsheer Ende Mai zum Großangriff über. Die Stadt wurde erstürmt, und der letzte byzantinische Kaiser Konstantin XI. Palaiologos fiel unter den Schwerthieben der Türken. Anschließend ritt Mehmed in die Stadt ein und übergab sie seinen siegestrunkenen Soldaten zur Plünderung. Die war eigentlich auf 3 Tage angesetzt, doch nachdem die Truppen völlig unkontrolliert gewütet, gemordet und Gebäude in Brand gesteckt hatten, sah Mehmed sich gezwungen, bereits nach Ablauf des ersten Tages dem Geschehen ein Ende zu bereiten. Danach kümmerte er sich darum, dass seine neue Metropole wieder besiedelt und von Leben erfüllt wurde. Die Kunde vom Fall Konstantinopels, oder Istanbuls, wie die Türken die Stadt fortan inoffiziell nannten, bis sie 1930 offiziell umbenannt wurde, machte schnell die Runde. Mehmeds Untertanen nannten ihn fortan nur noch den Eroberer, Fatih, und im christlichen Teil der Welt versuchte man, das Ausmaß der Katastrophe zu begreifen. Was haben wir eigentlich soeben verloren? Doch eine Königsstadt, den Sitz des östlichen Kaiserreichs, die Stadt des griechischen Volkes, den Thron des zweiten Patriarchen. Weh, Christenglaube, der du einst ausgedehnt warst, wie wirst du nun eingezwängt und geschwächt, klagte Aenea Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius II., wenige Wochen nach der Eroberung. Und allenthalben griff die Angst um sich, dass Mehmed seinen Plan der Weltherrschaft in die Tat umsetzen würde. Auch Piccolomini befürchtete nun das endgültige Ende des christlichen Europa, die Lage ist schlimm, die Aussicht noch viel schlimmer. Wir haben die Niederlage der Griechen erlebt, nun erwarten wir den Untergang der Lateiner. Das Nachbarhaus ist abgebrannt, jetzt warte das unsere auf das Feuer. Wer steht denn noch zwischen uns und den Türken? Nur ein wenig Land und ein wenig Wasser trennt uns noch von ihnen. Schon hängt über unsere Nacken der Türkensäbel, und tatsächlich setzte Mehmed seinen Siegeszug belischen Kontinent fort, er eroberte Serbien und Alp die Walachei und Moldau an und stand schon an Äcker zum Königreich Ungarn. Dort allerdings fand er Meister in dem legendären ungarischen Feldherrn Joheim D. Sien. Seite 236, und dem walachischen Fürsten Vlatepes als Dracula bekannte Fürst hatte Mehmed einen Commons-Gruß bereitet, indem er zahlreiche enge Sultans getötet und aufgespießt zur Schau gestellt. Im Rückschläge wurden jedoch weithin als unbedeutende auf Mehmeds Weg zur Etablierung seines Weltreiches die überwältigenden bisherigen Erfolge ließen drei venezumanischen Reich niemanden daran zweifeln, dass er auserwählt worden sei. Mehmed selbst machte da eine Ausnahme, er nahm begierig die ins Kraut schier fetischen Weissagungen über seine kommende Weh auf, um sich seinen Untertanen und seinem Herrgott Gesandter darstellen zu können.
Selbst sein R2-SC im Orient, Ozun ihn bereits voller R2, 57 Äler Weltherrscher, und atmet christliche Chronisten außer Zweifel, dass die Fügung Mehmet für diese Gabe ausersehen habe. Die Überzeugung von wendbaren Lauf der dringete nun also auch die vor erfüllten Christen Erd. Es war niemand anderer, Ati und bereits zitierte Papst, der dem Sultan in en 2 mm söhnlichen Brief einen erregenden Vorschlag Pius II., der schon in gleich drei einem neuen Weltersznei dem Friedenskaiser augleich es träumt hatte, war mit seiner Weltmonarchie berest, den nun glaubte Pius II. In Mehmet endlich den Weltherrscher gefunden zu haben, und schlug ihm vor, zum Christentum überzutreten, so würde er zum Herrn und Erlöser der Welt werden. Leider kennen wir Mehmets Reaktion auf diesen Brief nicht, doch dürfte er kaum ernsthaft über den Vorschlag nachgedacht haben. Mehmet II. Blieb jedenfalls Muslim, setzte seinen Weg fort und kam mit seinen Truppen sogar bis nach Italien, so dass sich in Rom Angst und Schrecken vor ihm verbreiteten. Der Papst dachte bereits daran, aus der ewigen Stadt zu fliehen, doch letztlich blieb Rom von der Eroberung durch die Türken verschont. Der Ehrentitel eines Kaisers von Rom, den Mehmet sich selbst zugelegt hatte, erwies sich damit als voreilig. Dem Sultan machten seine Rivalen im Innern des Osmanischen Reiches nämlich stärker als gedacht zu schaffen, und auch die türkische Flotte leistete letztendlich nicht das, was Mehmet sich von ihr versprochen hatte. Im Jahr 1481 starb Sultan Mehmet II. Im Alter von 49 Jahren, ohne die Weltherrschaft erlangt zu haben. Der Verherrlichung seiner Person schon kurze Zeit nach seinem Tod stand das allerdings nicht im Wege. So spricht die Überlieferung etwa davon, dass er 7 Sprachen flüssig gesprochen habe, darunter Latein und Griechisch. Wie wir aus zeitgenössischen Quellen wissen, musste Mehmet sich lateinische und griechische Quellen jedoch stets ins Persische oder Arabische übersetzen lassen. Pius II. Papst Pius II., 1458 bis 1464, wurde durch seine Studien in Siena und Florenz schon unter seinem bürgerlichen Namen Enea Silvio de Piccolomini als bedeutender Humanist berühmt. Zunächst Dichter von Liebeslyrik und Sekretär Kaiser Friedrichs III., vollzog er 1446 einen Sinneswandel und schlug die kirchliche Karriere ein. Es sind zahlreiche historische, literarische und kirchenpolitische Werke von ihm überliefert. Als Papst ließ er seinen Geburtsort Corsignano in Pienza umbenennen und umgestalten. Einschneidendes Ereignis g. späteren Gelehrten förmlich als EPC der deutsche Geschichtsprofessor C.H.R. Mittlerer. Teilte erstmals die Weltgeschichte in D7, sprach von Antike, Mittelalter und hier des Mittelalters ließ er mit dem Fapels durch Mehmet II. Im Jahr 1453 er, man heutzutage nicht mehr von ein Epochenbegrenzung aus, die sich mit Datum verbinden ließe, doch der Beck-Pers konnte sich durchsetzen und ist auch anerkannt. Cellarius zufolge war Mehmet Oberer von Konstantinopel, somit der erste der Neuzeit, mit oder ohne Weltherrschak.